Jo. Und damit willkommen zum Stream. Heute ist Dienstag. Ich glaube, das ist der 14. Stream. 13. vielleicht. Und für diesen Run wahrscheinlich auch der Finale, hoffe ich mal. Was ist abzuarbeiten? Der letzte Boss natürlich. Vorgestern einmal in die zweite Phase gekriegt und den gar nicht so oft bekämpft, fiel aber trotzdem schwer aufgrund des Builds. Hatte da zum Ende zwar eine Taktik, die vielleicht Erfolg verspricht, aber ich habe nochmal nach Cheeses geguckt, ein paar billige Sachen, wie man den leichter machen kann, habe ich mir vor allem die Level 1 Runner machen angeguckt. Da gibt es zwei Methoden. Die eine ist das erste Mal vor 3 Monaten gemacht worden. So, da gab es dann noch ein Video, was 1 Monat alt war, wo das geklappt hat. Ich weiß nicht, ob es noch funktioniert. Die werden wir auf jeden Fall als erstes ausprobieren. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, indem wir eine spezielle Waffe benutzen. Ja, und mit den Eldenbiesten muss ich mal gucken. Da habe ich jetzt nicht die Erfahrung gesammelt, was ich mit dem Bild machen kann. Ich spekuliere darauf, dass ich mit meinen Blitzen das einfach kaputt mache. Und ein bisschen Glück natürlich. So. Was war noch im Streamtitel? Jetzt mal kurz gucken. Ach ja, eigentlich nichts. Das war es alles. Nur die Items. Und dann machen wir das Ende der goldenen Ordnung, nachdem wir Radagon und Eldenbeast besiegt haben. Gut, dass noch keiner da ist. Ich muss die Kohle ausgeben. Da wollen wir natürlich Sachen für upgraden. Erstmal die eine Waffe, die wir wahrscheinlich für den Radagon-Schieß nehmen. Die mache ich jetzt nicht auf 25. Aber wenn es geht, auf 24. Das ist das hier. Misericordia. Mann, ich habe keine 5er Schmiedesteine. Wo kriege ich die noch? Das gucke ich noch mal kurz, weil eh keiner da ist und das ist wichtig. Da will ich nicht irgendwie suchen müssen. Ich mach mal ein Video an, kann sein, dass der Ton jetzt kommt. Ich bin raus. Ja, hi Freunde. Klangperle wollen wir nämlich. Ruine von Samor. Okay, die können wir schnell holen, das ist kein Problem. Gut, ja, sorry. Aber das musste ich gucken, ohne die werden wir nicht weiterkommen. Will ich da mit 80.000 hin? Ja, ne? Ich will das jetzt nicht für was anderes ausgeben. Ich gucke aber nochmal nicht, dass ich die doch schon geholt habe und einfach jetzt nicht gekauft habe. Sechser fehlen, dann holen wir die. Muss ich nur vorsichtig sein. Die Seelen, die Runen brauchen wir. Ob hier hoch war's?
Dem Adler machen wir mal einen Bogen. Oh shit, da ist noch einer. Sturm von Samor, immer noch ein dicker Zauber. Immerhin meine ich, sorry. Ach, da ist es. Da haben wir sie, die Schmiedestein-Schürferperle. Was ein wirres Wort. Sehr schön, jetzt können wir auch 5er und 6er kaufen. Ich lasse es erstmal auf 24. Ah, da muss ich noch ein Item holen. Das haben wir letztes Mal vergessen. Ich muss hier mal Platz schaffen. Die 40.000 jetzt auch mit und hoffen mal, das klappt in Ruhe. Und ich war ja in dem Start-Dungeon und das eine Item, da muss man halt so einen Stand mehr oder weniger Standard-Gegner besiegen, der droppt es. Und der hat auch ein Item vor seine Füße liegen, das habe ich eingesammelt, aber ich bin an ihn einfach vorbei. Naja, das soll man nicht machen.
nicht richtig. Ich hoffe. Jo, sind richtig. Oh, eine andere Waffe. Okay, jetzt habe ich gar keine Scheiße. Glück gehabt. Er droppt es. Das Siegel der Drachenkommunion. Das ist noch ein richtig stark für Wunder. Okay, dann haben wir das. Streiche ich von der Liste. Okay. Ich muss mal kurz nachgucken. Sorry, ich tune das jetzt auf. Und dann machen wir einen Todesvogel platt. Der hat auch noch einen guten Talisman. Den wir für den Cheese benutzen. Auch noch nicht sofort. Wo ist Todesvogel? Ich glaube, wenn der am Anfang kommt, dann geht das. Der müsste es sein. Probieren wir mal. Die Seelen liegen ja da. The Runes. Im Stream läuft doch alles, ne? Live hervorragend. Okay. Ach, verdrückt. Jo, hier ist er. Da kommt er. Also die sind immer super gefährlich. Aber ich glaube, weil ich jetzt... Na, das ist halt einer der von denen, die früh kommen. Na, der macht jetzt nicht... Macht zwar viel Schaden, aber... Ich glaube, bei den späteren würde ich wesentlich mehr... Ja, das ist alles locker jetzt.
Er gab auch nur 6000. Ja, genau. Rotgefiedertes Astschwert. Entschuldigung. Den wollte ich haben. Da ist er. Erhöht die Angriffskraft bei niedrigen LP. An der Schwelle des Todes sinkt das Herz mit aller Kraft und ein glorreiches Ende erwartet jene, die niemals aufgeben. Aha, das brauchen wir auch für den Boss. Einfach nicht aufgeben. Ruinenfragmente nehme ich gerne noch mit. Ich muss nur ein paar neue Steine herstellen. Na gut, zwei Stück. Okay, dann ist der Todesvogel weg. Ich denke, ich bin im falschen Film gerade im Moment. Alles okay. Ich habe nur nicht aufgeschrieben. Talisman habe ich aufgeschrieben. Den streiche ich. Okay. Genau. Weiß ich auch noch, welche Waffe wir auftun können. Rykards Bosswaffe ist das. Die ist auch gut gegen Radagon. Speer ist das, glaube ich, ne? Da ist er. Tragen. Ach klar, die muss ja irgendwie jeder halbwegs tragen können. Stärke Waffe aber auf plus 8 können wir so auch bringen. So oder so, das ist nicht schlimm. Das ist jetzt noch Steine. Vor allem 5er und 6er, die konnte ich die ganze Zeit nicht kaufen, aber für 26.000 kriege ich da auch nicht mehr so viel. Okay. Ich könnte den legendären Talisman holen, aber dass der Stammzuschauer noch nicht da.
den das vielleicht interessiert. Ich war auch noch an einem Turm, war ich noch nicht. Habe ich als ich mir ein paar Sachen markiert habe, habe ich den gesehen. Jetzt komme ich gerade wieder nicht drauf. Hier war ich nicht. Ach nee, war das nicht auch der. Nee, der Höhlenausgang ist hier. Okay. Ah, ich weiß auch, welcher das ist. Welches Rätsel da ist. Müssen wir einmal kurz umstellen. Hier, die Asche der Vampirwichte brauchen wir. Zu dunkel. Hier kommen auf jeden Fall die ganze Zeit diese Vampirwichte-Geister. Aber man kriegt halt einen Hinweis, dass hier so eine Statue ist. Okay, was sollst du machen? Schwörst du die? Ich glaube, die müssen ein, zwei kämpfen und dann ist das alles. Öffnet sich die Tür. Die hätten den ja nicht geschafft, der war ja viel stärker als die. Aber es ist offen und hier gibt es dann nochmal. Ich würde tippen, Zauberspruch. Wir gucken mal. Ziemlich neblig hier im Turm, da ist die Leiter. Genau. So, jetzt kann ich sie bestimmt nicht auswechseln, ne? Doch. Und sie bleiben bestehen, okay. Götzenmasse-Talisman. Guter, der Stärke. Es gibt ja halt einen Talisman, der bufft. Magie-Schaden, glaube ich, war das. Und der bufft dann nochmal deutlich. Das ist derselbe. Genau, hier. Götzenschule-Talisman verstärkt die Wirkung von Zaubereien. Götzenmasse-Talisman verstärkt die Wirkung von Zaubereien deutlich. Ja, wiegt halt ein bisschen mehr, aber ist immer die bessere Entscheidung. Wenn man das spielt. So. Turm im Schnee. Habe ich jetzt auch. Mausoleum gehe ich noch nicht ran. Das brauche ich für Radagon, also für das Eldenbeast, das Schwert und den Spell. Und dann muss ich das andere Mausoleum für. Ich glaube, Malekiths Schwert wollte ich da haben, benutzen. Und ich meine, ich müsste noch zwei Mausoleen übrig haben. Das müsste passen, wenn nicht sogar drei. Ich glaube, die unterirdischen habe ich nicht gemacht. Also, da kann sein, dass ich. Das ist ja nur eins, meine ich. Krass, jetzt habe ich alles schon geholt, was anlag. Das Dornschwert, das ist auch noch eine Alternative. Das würde ich auch noch mal aufpimpen. Da holen, dann gehe ich mal kurz farmen. Ach ja, und der legendäre Talisman, den holen wir auch noch auf jeden Fall.
es geht ganz gut. 26.000. Ist der Farming Spot. Ah, ich muss erstmal reintun. Das ist es, ach, das brauchst du viel Arkan. Ja, dann kommt das eigentlich nicht in Frage. Ich habe auch kein Amulett, womit ich mir so viel Arkan geben kann. Ich habe Standard, glaube ich, nur 10. Und ich habe gar nichts, womit ich das buff. Also erhöhe. Also die Idee ist dann vom Tisch, aber ich pack's trotzdem mal rein. Steine. Ah, nachher gehe ich jetzt zu Radagan und lege den sofort, weil das irgendwie doch noch klappt. Ist der Stream viel zu schnell zu Ende. Jo, das mache ich doch mal. Hm. Aber wenn echt keiner da ist, kann ich ja echt gechillt hier noch rummachen. Da muss ich gar nicht quatschen.
Ja, zwei optionale Bosse kann ich auch noch probieren. In der Rot-Area. Die sind natürlich schwer. Gibt auch nur zweimal goldene Saat. Und meine Flaschen habe ich ja schon aufgemaxt. Deswegen sind die eigentlich super egal. Die sollte ich mir vielleicht für Runen sparen. Ich glaube, ich hole jetzt einfach den Talisman, den ich letztes Mal nicht gefunden habe. Da kommen auch noch, ja, Würmer nenne ich sie immer. Was sind diese verrotteten Erdenbaumgeister? Müssen wir hier nochmal lang. Es gibt nämlich mehrere Wege in die Stadt und ich habe nie an den anderen, an den Ausgang gedacht, wenn du die Stadt verlässt. Du kannst ja auch von rückwärts wieder rein. Das dauert jetzt. Und wahrscheinlich war ich da schon drin, ich bin mir nicht sicher. Ah, hier war ich aber. Hier darf ich nicht. Erste Kampf heute. Dann lasse ich das Pferdchen sogar leben. Ich hole gerade einen legendären Talisman. Den ich im letzten Stream nicht gefunden habe. Also ich wusste den Weg nicht mehr dahin. Und man kann halt in die Stadt auch durch den Ausgang, also den zweiten Eingang. Habe ich noch nicht dran gedacht. Man muss halt hier vom Fahrstuhl hoch und dann kommt man noch auf dem anderen Weg in die Stadt.
Ja, und sonst habe ich nur ein paar kleine Sachen noch zu erledigen. Und dann will ich den Boss cheesen. Die erste Phase, Elden Beast, weiß ich noch nicht, wie ich damit zurechtkomme. Im letzten Stream habe ich Radagon einmal auf normal in der zweiten Phase gekriegt. Ist mir zu stressig. Ich probiere, ob noch ein paar alte Cheese-Tricks gehen. Ja. Bin recht zuversichtlich, dass das heute durchgespielt wird. Aber alles kann passieren. Genau, in dem Gebiet der legendäre Talisman. Da hinten liegt er, auf der Wurzel, die da aus dem aus der Asche guckt, ne? Die Erdenbaumasche. Ich glaube, da unten sind 3 Stück von denen. Aber hier weiß ich jetzt auch gerade gar nicht mehr, ob hier jetzt noch normale Gegner kommen. Jo, Sigbuck, grüß dich. Kommst du richtig? Denn ich weiß ja nicht, ob du... Du hast es wahrscheinlich selber auch herausgefunden. Aber mir ist eingefallen, wo der legendäre Talisman ist, beziehungsweise wo man da hinkommt. Und hast noch nicht viel verpasst. Ich habe für einen anderen Talisman... für den Talisman, der dir... beim mehr Schaden gibt, wenn du wenig HP hast. Den gibt es bei so einem Deathbird. So ein Todesvogel. Der ist ganz genau von dem Bonfire hier. Dann bei Nacht. Ich habe das Symbol noch nicht mal weggemacht. Den habe ich vorhin geschlagen, als noch keiner da war. Und sonst habe ich nur Waffen abgegradet, glaube ich. Ein Turm haben wir noch gemacht. Ich habe mich doch gerade erst gestretched. Whatever. Hier, den Turm habe ich nochmal gemacht. Wo war er denn? Der hier. Da musst du diese Vampirgeister beschwören, um die Tür zu öffnen. Diese kleinen Kobolde, die auch in den Dungeons immer kommen. Und dann öffnet sich da das Tor. Also die müssen da noch einen so einen Geister bekämpfen. Ah ja, und genau das hast du nicht mitbekommen. Ich habe hier in dem Dungeon... War nämlich noch was, was wir nicht mitgenommen hatten. Weil man den einen Geist von dem, wie heißen sie, wo ich auch die Rüstung immer von habe, verabscheute Ritter. Banished Knight in Englisch. Verbannte Ritter. Davon den Geist musst du platt machen. Der war auch in diesem Raum und da liegt ein Item zum Aufheben. Das haben wir genommen, aber wir haben ihn nicht bekämpft. Und wenn du ihn besiegst, kriegst du halt noch den einen Fidget Spinner. Hier dieses Siegel. Drachenkommunionssiegel. Für Ark ist das halt gut, ne? Scaled mit S. Auf 9 sogar. Ja, und sonst habe ich nur Waffen aufgetunt, glaube ich. Ja. Das war es eigentlich. Jetzt wollen wir den Talisman. Fragst du, ob hier noch was anderes ist? Ich würde mal sagen, ich mache die Würmer platt. Gucken, die müssen jetzt ziemlich stark sein. Ja, und hoffe, du hattest einen guten Tag. Sorry, ich frage gar nicht. Bei dir alles okay? Ja, da ist der zweite. Der andere. Ja, das ist richtig schlechter Schaden.
Nein, am Haus bringt gar nichts. Obwohl, ist gar nicht so verkehrt. Ah shit, da komme ich nicht mehr raus. Okay, einer ist weg. Sehr gut. Oh, der zweite haut sofort. Okay, richtig knapp auf dem letzten Loch gepfiffen. Aber ich glaube ja, hier kommt sogar noch einer. Da konnte man echt die räumliche Umgebung nutzen. Ist da was gedroppt? Nee. Jo, jo, jo. Ach, mein Bein schläft ein. Wenn der dritte kommt, dann renne ich. Die haben ja, glaube ich, auch gar keine Herzen oder so gegeben. Ja, da ist er. Wir haben Gunst des Erdenbaums plus 2. Der ist richtig gut. Ich habe ja, glaube ich, Gunst des Erdenbaums 1 drin. Sonst wird hier nichts mehr sein. Never ist da eine unsichtbare Wand. Okay, dann ist alles abgegrast hier, würde ich sagen. Von hier aus kommst du auch nicht mehr in andere Gebiete. Na, das ist nur oben die Brücke hier. Wenn der Mann reinkommt, dann kann ich den auch entfernen. Ich weiß leider nicht mehr, wenn du das weißt, kannst du schreiben. Wenn du nicht weißt, brauchst du nicht schreiben, ist egal. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich zu dem Turm hier hinkomme. Ich weiß, das Portal von dem Turm ist hier oben auf so einem Balkon, da lag vorher so ein Riese. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkomme. Hier ist ja jetzt alles zu. Und hier habe ich auf jeden Fall eine Bossrune nicht abgegeben. Schwerer Fehler, wenn man so ein, wenn man durchspielen will und das nicht vorher macht. Aber gut, halb so wild. Ich glaube, ich habe aber bei jedem Run immer die Godric-Rune benutzt, von den Großruhen. Beim Bleed-Bild würde ich vielleicht die eine mit Lebensraub nehmen. Aber weiß ich nicht, ob das gut ist. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Obwohl, warum eigentlich nicht? Da willst du wahrscheinlich mit dem blasphemischen Schwert spielen. Ich glaube, es gibt irgendwo noch ein Portal, wo du auf den Balkon kommst. Ja, ne? Das meine ich auch. War das das hinter der Kirche? Es gab ja ein Portal in so einem kleinen Wasserding hinter der Kirche. Das könnte es vielleicht sein. Das gucke ich nochmal. Aber trotzdem, gut, dass du es sagst.
Da habe ich auf jeden Fall die Bestätigung, weil das war auch meine Vermutung. Kann sein, dass das war. Den Namen der Kirche weiß ich nicht, aber ich müsste es von der... Ah, hier. Glücklicherweise direkt drauf. Ich meine, hier ist im Wasser ein Portal. Wenn das die ist. Dritte Kirche von Marika. Könnte gut sein. Mal. Ach jo. Das stimmt. Als ich von alleine war, hatte ich noch mal kurz nachgeguckt in der Wiki was, aber das mache ich jetzt nicht. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Wenn es ein Portal gibt, dann kann ich das auch nach Adagonda noch abgeben. Aber wäre nett gewesen, hätte man das noch kurz gemacht. Es ist ja auch so, ich meine, ich habe den immer, ich war immer da, so bevor ich in der Hauptstadt war, und das war auch schon so, dass ich die Kopfgeldaufträge hatte, weil man ja einen in der Stadt bekommt und dann kann man hier oben schon hin und denkt, der wäre da, aber es geht halt nicht, weil der eigentlich hier irgendwo ist. Aber ich wüsste jetzt hier halt auch nur das Raikar-Portal. Vielleicht war es auch eins von denen. Die haben ja relativ viele unten. Oh, was habe ich da denn noch markiert? Ah, okay, da habe ich ein Item zurückgelassen. Nun gut, machen wir aber einfach weiter. Ich mache mal den Erdenbaum 2 rein. Genau, Gunst des Erdenbaums 1 hatte ich vorher. Richtig gut, dass wir den noch geholt haben. Ich sogar noch mehr Ausrüstungslast. Was Dickeres daneben. Ist nicht so wichtig. Ja gut, soll ich dann mal schon mal zu Radagon gehen? Wollen wir den ersten Schieß mal ausprobieren? Ob das noch klappt? Wie gesagt, 1 bis 3 Monate ist der schon alt und gab ein Patch zwischendurch. Ich würde es mal probieren, glaube ich. Ich hoffe jetzt aber auch nicht, dass das... Ja doch, ich hoffe natürlich, dass das klappt, aber ich habe jetzt gerade mal noch nicht mal eine Stunde gestreamt. Aber ich wollte es eigentlich gestern schon ausprobieren. Hab's dann nicht gemacht. Gehen wir mal ruhig. Soll nochmal überlegen, wie das genau war. Und klappt wahrscheinlich auch nicht sofort. Aber wir können sehen, ob wir mit der Red Main genug den gestunt kriegen. Sorry, ich muss noch mal gucken, ob ich in der Arznei den Feuerschaden drin habe. Den brauche ich. Okay. Andere mit Feuer habe ich auch nicht. Ich meine, das war die aber auch. Immerhin. Aber der Controller, aber eigentlich sind die Akkus voll, das ist die Klappe. Wenn nicht, mache ich eben andere rein.
Oh, nervige Unterbrechung. Tut mir leid. Okay, jetzt sind wir wieder da. Ah, ich habe eine Kriegsasche vergessen, die müssen wir. Ich mache mir noch den Bluthundschritt. Damit ich, wenn ich, falls ich in die zweite Phase komme, schneller ans Eldenbeast rankomme, obwohl ich gar nicht weiß, ob das da noch für meine Blitze reicht. Aber, ne? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das ist jetzt gerade so das Ding. Kriegsasche. Okay, good to go. Sorry, ich hatte Mikro aus. Ich brauchte die Kriegsasche noch, wenn das Eldenbeast loslegt, weißt du? Auf Sicherheit. Ich weiß gar nicht, ob ich da genug Saft für habe, um dann noch die Blitze zu schleudern. So. Jetzt sage ich mal, was wir machen. Also der ist nur fürs Eldenbeast, damit brauche ich nur den Bluthundschritt, will ich haben. Hat jetzt nichts mit dem Cheese zu tun. Wir machen. Talismane muss ich noch umstellen. Das Schwert brauchen wir. Wir brauchen eine Waffe mit Heilige Ordnung, mit Golden Vow, das hat ja meine Axt. Misericordia, damit machen wir dem, wenn er gestunt ist, den Crit. Das andere Waffending bringt uns low und jetzt mache ich noch den Dinger rein. Da muss ich jetzt gucken mit dem Platz. Ich würde mal sagen, der muss rein. Ach shit, wenn ich den rausnehme, dann habe ich glaube ich nicht mehr die Stärke. Jo, das ist ein Problem. So, Radagons Siegel bleibt drin. Der bleibt auch drin. Dann mache ich den Glauben raus. Den dafür rein. Warte, der macht da auch noch Crit. Ne, Angriffsserie. Kann ich auf jeden Fall alles wieder tragen. So, ich habe aber Fat Roll, die will ich weghaben. Machen wir uns eine andere Rüstung rein, gucken wir mal. Das ist immer noch keine richtige Mid Roll, oder? Na, ist große Last. Okay, damit kann ich arbeiten. So, wir haben die richtigen Buffs drin. Wir brauchen Flamme gibt mir Kraft und Golden Wolf. So, was muss ich jetzt machen? Ich glaube, den Trank zuletzt. Wir machen. Und wo habe ich es? Mit dem? Jetzt erstmal ein bisschen low.
Okay, das würde ich mal denken, das reicht. Jetzt den. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mana reicht. Wir gucken mal. Okay, da hätte ich trinken müssen. Okay, aber der Cheese bis dahin funktioniert. Ich hätte nur einmal trinken sollen. Das ist echt gut getimt mit meiner Mana-Leiste. Und ich muss den Dodge lernen. Aber dann ist die erste Radagon-Phase leicht. Und dann mal gucken, was mit dem Elden-Ring passiert. Aber offensichtlich ist es nicht rausgepatcht und man kann das ziemlich abusen. Die ersten drei Hits, die gehen ja wie Butter runter. Und ist sogar lustig. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich das schaffe. Ist ja trotzdem, hat ja trotzdem noch was ein bisschen mit Können zu tun, auch wenn ein normaler Kampf wesentlich schwieriger ist. 100-mal schwieriger. Okay. Ein? Ich weiß nicht. Nachrichten. Jetzt habe ich wieder Saft, okay. Vielleicht könnte ich das sogar ohne den, obwohl ich glaube, den Damage von dem Low HP brauche ich wahrscheinlich, ne? Und das hier ist nur irgendein Langschwert. Da kannst du jede Waffe nehmen, die halt diese Asche nehmen kann. Ah, da ist der Buff, da sieht man's. Okay, den habe ich jetzt schon. Der bufft ja Stärke und Feuerattacken. Das ist der Golden Warrior drauf.
Aber ich glaube, ich bin zu nah. Ah, war zu nah. Ich probiere es mal, ohne mich low zu machen. Vielleicht komme ich da besser klar. Ich könnte ja auch noch die Mimik reinhauen und der nur den Spell geben. Dann nehme ich den Talisman aber raus. Und... Angriffsfasche von Talenten deutlich. Könnte auch gut klappen. Das ist ja ein Waffentalent. Okay, da muss ich das Dings nicht benutzen, sondern nur... Macht auch viel Damage, aber ich denke mal, das war jetzt zu langsam hintereinander, damit der Stun klappt. Ich probiere es nochmal ohne den, ohne mich runter zu schädigen. Ja, das wird aber noch challenging. Okay. Aber habe ich auch den Backstep verpasst. Aber eigentlich, jetzt ging es auch genauso schnell. Wie gesagt, die sich low machen, die machen das auf Level 1 und ich bin ja Level 90. Da müsste ich, glaube ich, so genug Power haben. Ah, ich drück zu schnell.
Das erste Mal heute ist, lasse ich die Sequenz laufen. Ich mag die Musik auch sehr von dem Fight. Richtig stark. Oh, was war das denn? Okay, dem Biest mache ich mit der Blitze gar keinen kein Schaden. Oi, oi, oi. Jetzt ein- und ausweichen. Hat ja nicht geklappt. Ja, rantasten wie das nach dem zweiten. Ich muss gut ausweichen, das ist ja sehr zurück. Delayed halt. Aber ich wette, ich krieg das auch hin, dass der kein Mal von der Stelle sich bewegt. Na?
Ah, jetzt konnte ich nicht mehr stechen. Jetzt muss ich gucken. Ein? Der zählt gar nicht. Zu spät. Weil ich den einen verfehlt habe, es hätte gepasst, glaube ich. Wo er am Boden noch lag, dann wäre ich mit dem Mana hingekommen. Ein, wo er in der Luft ist, und ausweichen, er landet und dann der dritte und dann ist wieder gestaggert. Und ich muss vor die schwere Attacke schaffen. Cooles Programm, aber Elden Beast ist ja dann eine ganz andere Geschichte. Das hat ja überhaupt nicht gut geklappt. Da will ich dann einfach nah ran mit der Mimik und versuche einfach nur immer unterm Bauch umherzurennen. Aber das macht Spaß, diesen Cheese zu lernen. So, dieser Punkt ist gut. Ah, wieder zu nah, oder? Wieder zu gierig. Aber es ist die gleiche Bewegung. Jetzt. Ne. Eieiei. Es ist richtig cool, finde ich. Ist halt auch so ein Schieß, wo es trotzdem noch ein bisschen timen muss. War viel zu nah. Ich orientiere mich mal an der Nachricht da. Oh, sorry. Ist halt jetzt viel Sterben und wir sehen wahrscheinlich ab und an mal mehr Ladezeit als Kampf. Aber ich will es heute gern durchziehen. Hab auch Bock auf einen Pyromancer, da habe ich gestern schon dran gedacht. OPPM, Overpowered Pyromancer. Mach ich. Der hat gerade echt einen Parry gemacht, ne? Ich hab's noch nie gesehen. Er hat echt einen Parry gezogen. Ja, nicht, dass er mich geparryt hätte, aber die Bewegung war doch ganz klar.
Ah, den gebe ich ja nicht. Das habe ich vergessen. Hier muss ich eingeben. War aber auch zu spät. Und dann käme der dritte und jetzt habe ich den Saft nicht mehr. Aber so läuft's dann. Dann müsste eigentlich down sein. Klappt gleich bestimmt. Ich freue mich. Jetzt gebe ich keinen. Ah, den muss ich natürlich schaffen. Habe ich gar nicht mehr Saft für, oder? Kostet ja so wenig. Doch. Aber es ist halt sein Stun-Meter füllt sich nicht schnell genug. Könnte es auch mit der Mimik jetzt machen und ich puste ihn die ganze Zeit Feuer im Hintern, aber das bringt nachher mehr durcheinander, wie der sich bewegt. Let's go. Hey. Ja, auf Level 1 muss das aber klappen wahrscheinlich, sonst geht das nicht. Er kommt genau in die andere Richtung dann, ne? Ach, ich bin schon draußen. Er kommt hier irgendwo hin.
Fuck off! Hätte ich mal hingeguckt. Gemessert, das Elden Beast gemessert. Siehste, da hat er es schon wieder gemacht. War ich zu nah? Zu nah. Okay, jetzt ganz spät rollen. Das war viel zu... war gar nicht gerollt. Ach, ich Idiot. Ja, aber wenn ich den ersten dodge und das dann richtig mache, dann wäre es fast jetzt perfekt gewesen. Ja, okay, ich muss beim Dolch bleiben. Auch noch mal eine Rune-Arc rein, die kann ich jetzt glaube ich raushauen, wenn das mit dem Radagon einigermaßen klappt. Und ist auf jeden Fall besser fürs Elden Beast. Ist ja 50, 49. Zu spät von mir. Erreicht. Ach, keine. Ach, du brauchst genug Leben, okay.
Hier müsste es hochkommen. Nee. Ich hab's nicht gemerkt, dass er den abgelassen hat. Es wird so viel gedodge. Muss ich mich aber auch konzentrieren, wenn ich die Attacken nicht bemerke. Ich kann ja auch nicht einfach blind. Mag so aussehen, aber ich kann auch nicht blind zu 100% L2 drücken. An manchen Stellen ist es echt egal, aber da hätte ich es gerade gebraucht. Shit, ich hab die Runart vergessen. Machen wir nächsten ran. Das war kein Treffer. Ach, weil ich... Umso besser. Ich habe nicht anvisiert. Aber das Laden dauert länger, ey. Wieso? Ah, das war eine verschwendete Runark. Anscheinend will man dann doch... Ich weiß halt da nicht, wenn er den Dings macht, ob ich dann zu nah oder zu weit bin. Au, ärgerlich. Ja, perfekt. Das ist es.
Fuck, ist er schnell. Puh. Fuck, waren das schnelle Schüsse. Ah, das war ziemlich unlucky. Vielleicht poppt die Mimik eine Heilung, weißt du? Für Phase 2. Komm, jetzt klappt's. Let's go! Shit. Er ist so ein Bastard. Oh Mann. Hätte ich zwei schneller gemacht, wäre ich... Ja. Die guten Runen. Vielleicht sollte ich die erst benutzen, nachdem er besiegt ist. Ja. Ich hatte das Gefühl, das war jetzt zu weit.
Oh, okay. Okay, das hat mir richtig den Rest gegeben, dass er den jetzt ausgepackt hat, die ich mich einmal verdrückt habe. Es ist ja echt schwer, ihn zu kriegen. Uiuiui. Kann ich auf eine stärkere Waffe den Bluthundschritt legen, ist die Frage. Ist ja schon B mit Glauben. Ich kann den in die linke Hand nehmen. Probiere ich mal. Ach, wie ist denn das? Okay, dann benutzt er die gar nicht. Na, so halt mit beiden auf jeden Fall.
zu weit wieder jetzt Perita? Nee. Zu spät. Ah, da komme ich mit der Waffenumstellung nicht rum. Shit. Brauche ich eine andere Zweitwaffe, die gut ist. Die auf die alte Position, sonst schaffe ich das mit dem YL1 nicht, weil ich immer gewohnt bin. YR1.